Hallo, sagt Hallo mit der Realität heute am 15. Juni 2021 hier an der Costa Melonera San Paseo und zwar vor dem Hotel Via del Conde, denn hier gibt es keinen Wind, hier ist die beste Zone. Ich habe nachgesehen auf meiner Kiter-App, hier ist Windstille, hier ist Flaute. Wir machen auch gleich die Nachrichten, denn es geht von hier aus direkt auch weiter. Nämlich, ich nehme euch mal mit zum Hospital San Roque Meloneras. Und da kann man auch einiges erzählen, aber das unterwegs. So, an den Stränden von Las Palmas, den Stadtstränden, darf gefeiert werden. Und zwar zur Noche de San Juan. Am 23.06. ist die längste Der längste Tag, die kürzeste Nacht und da hat man einen Grund und kann feiern. Erdbeben in Galdar, Stärke 2,3 auf der Richterskala. Norwegian Air entlässt 975 Mitarbeiter und das sind 2/3 der in Spanien Beschäftigten. Keine Angst vorm Fliegen, Binder macht auf Gran Canaria und Teneriffa extra Kurse gegen Flugangst und die Menschen danach haben berichtet, dass sie keine Angst mehr hätten. Das erste Wasserstoffauto fährt zurzeit auf Teneriffa. Und dann die Realität der Migranten auf Gran Canaria. Ein Bericht, den müsst ihr euch mal ansehen, was da Realität ist. So, ich mache ich jetzt auf und wir gehen einfach ein Stück. Und zwar, wir fahren. Ja, es ist ja atemberaubend heute wieder hier ganz still. Auch ich muss euch das mal zeigen, wie klar man heute natürlich auch Pasito Blanco sieht und ganz da hinten Alginegin. So, das ist jetzt hier vom Paseo Pasito Blanco, der Yachthafen. Und dahinter rechts dann der Golfplatz, das Grüne, was man da sieht, das ist der Golfplatz Meloneras. Ja, die Fragen, die auftauchen, erstmal bedanken möchte ich mich für die netten Kommentare, fürs Abonnieren und fürs Weiterleiten. Es ist ja auch jetzt sehr schönes Wetter und klar hat man da auch andere Sachen zu tun. Aber ihr seid fleißig mit dabei, auch im Namen von der Conny, die wie immer jeden Tag auch einen Bericht oder mehrere ins Netz stellt. Und auch da vielen Dank fürs Teilen und Abonnieren. Und morgen kommt was über die Hexen, nämlich die Hexenstadt hier auf Gran Canaria ist Telde. Das wissen die meisten nicht, ich wusste es auch nicht. Ja, ganz interessant. Wann die Liegen kommen, sobald. Ich habe heute versucht, den Chef vom Strand zu fragen, aber der war mit dem Auto schneller wie ich. Die Hoteleröffnungen sind geplant, bis zu 80% der Hotels noch in diesem Monat und einige haben gute Belegungszahlen. So, jetzt geht es da hier gleich den Berg hinauf und das tue ich euch nicht an. Da schalte ich ab und melde mich dann oben wieder. Übrigens, wir haben 25 Grad jetzt im Moment angezeigt auf einem Thermometer und auf dem anderen 29, also die Mitte etwa. Und die Häuser hier auf der linken Seite, die kann man auch mieten, in der Regel aber nur langfristig. Das heißt, 1, 3 Jahre, 5 Jahre. Es gibt vorne welche, die sind auch in einer touristischen Vermietung, Verwaltung. Und da kann man dann auch schon mal 14 Tage oder so mieten. So, hier vor uns geradeaus die Berge. Der neue Mercadona, Mercadona Meloneras, natürlich wie die Gegend hier,
Und hier unser Krankenhaus, das Hospital. Und da muss ich heute hin. Und gerade auch immer viele Fragen, wenn jemand länger hier ist, habe ich denn eine gute ärztliche Versorgung? Was mache ich, wenn ich ein Problem habe? Also ich kann euch aus Erfahrung berichten, in dem Laufe der Jahre hatte ich auch die ein oder andere Operation hier im Meniskus. Dann, ja, ein paar Kleinigkeiten, Leistenbruch und so weiter und habe das alles hier machen lassen. Und ich bin sehr, sehr gut behandelt worden. Was man jetzt hier sieht auf der rechten Seite, das ist die Aufnahme, die Notaufnahme. Und da gibt es auch die Tests, da werden die Tests auch gemacht. So, und die andere Seite hier vorne links, der Haupteingang, da ist der Eingang für die Outdoor-Patienten, also für die ambulant Behandelnden, die Termine da haben. Der Service von der Klinik ist sehr gut und man kann es auch nachlesen, gehört zu den einer zu den besten Kliniken. So, der schöne Blick hier in die Berge. Und jetzt geht's bergab hier. Ja, mit dem Auto sind es hier nach hierher etwa 10 Minuten. Ich brauche mit dem Fahrrad von Maspalomas, wenn ich direkt fahren würde, 20 Minuten. Und ich fahre nachher auch direkt. Ich habe nämlich jetzt eine Kurve. Einen Umweg bin ich gefahren. Ja, die Klinik mit Meerblick. Hier sieht man auch mal ganz interessant den Blick von hier oben auf die Dünen von Maspalomas. Und wie zu jedem Krankenhaus gehört hier natürlich auch ein Losverkäufer, der die Lose von der Lotterie Onze, das ist so eine speziell geförderte Lotteriegesellschaft, dann eben auch verkauft. So, wir machen erstmal, bevor wir reingehen, hier einen kleinen Blick. Maske. So, und hier gibt es auch eine Cafeteria. Die ist hier. So, jetzt werde ich natürlich die Kamera ausmachen, ganz klar. Und melde mich auf dem Rückweg nochmal. Also schon wieder draußen. Das Ganze hat genau gedauert 20 Minuten von der Anmeldung bis ja zur fertigen Untersuchung. Ich hatte einen Termin bei einer Ohrenarzt. Das war eine Ärztin, die sich auch sehr viel Mühe gegeben hat. Ich war 20 Minuten vor meinem Termin da, bin aber auch 20 Minuten vorher dran gekommen. Es waren im Wartezimmer ganze 3 Leute für 7 Spezialisten, die da sozusagen ihre Räumlichkeiten haben. Musste 3 Minuten warten, bin dann dran gekommen und ja, nur zur Information, hier werden die Tests gemacht, wenn benötigt. Auf dieser Seite hier ist aber auch überhaupt nichts los hier. Man sieht also hier keine Leute stehen. Ja, also wie gesagt, ich bin angenehm wieder überrascht worden, bestätigt. Hätte ich jetzt da einen Dolmetscher gebraucht, dann haben die Dolmetscher da zur Verfügung. Die rufen dann einen, im Haus ist immer einer.
der die Sprache kann. Und dann wird man also auch bestens bedient. Es hätte vielleicht da noch 5 Minuten länger gedauert, aber ansonsten, dann bekommt man das Ergebnis der Untersuchung gleich ausgedruckt und bekommt dann sozusagen das Attest, wenn man so möchte, von diesem Teil der Behandlung bekommt man mit. Das ist natürlich in Spanisch, ganz klar. Aber auch das funktioniert, wenn man das den Text übersetzen lässt, dann ist es überhaupt kein Problem und man kommt damit auch eigentlich gut klar in Deutsch. So, und das ist jetzt der direkte Rückweg. Wir kommen nämlich hier direkt zum Baobab raus und hier zum Strand sind es noch keine 5 Minuten mehr. So, ihr seid ja jetzt sozusagen hier wieder live mit dabei. Also auch keine Angst, wenn jemand hier mal länger leben möchte, überwintern, ist ja oft so der Punkt. Ich erfahre es ja dann auch immer von den Leuten. Was passiert denn, wenn? Also, ich muss euch sagen, kein Problem. Die sind ja hier auf Touristen, auf alle Sprachen eingerichtet, ob das Skandinavisch ist, Deutsch, Englisch, ist ja alles hier vertreten und deswegen keine Angst. Hier ist das Impfzentrum. Hier kann man sich impfen lassen. Und hier stehen ein paar Leute, um sich ihren Pieks abzuholen. Aber kaum der Rede wert. So, und hier sind wir wieder. Da vorne ist der Busbahnhof. Und ihr werdet gleich sehen, wo wir hier rauskommen. Am Baobab hier vorbei. Und dann treffen wir noch Columbus heute. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Wir treffen doch den Columbus nochmal. Er zeigt da mit dem Finger. Ich versuche das mal. Ein bisschen hier in die Richtung Amerika. So, weiter geht's. Ja, sein Denkmal hier. So, und hier geht es wieder runter in den Campo Internacional zum Parque Tony Gallardo. So, und das ist jetzt die Parallelstraße zum Barranco. Auch hier überall die Bushaltestellen, wenn jemand dann eben die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen möchte. So, und mit diesen Aufnahmen hier Richtung Campo Internacional und Golfplatz möchte ich mich auch jetzt verabschieden und fahre jetzt hier noch vorbei am Dunas Maspalomas Resort. Bei Dunas heißt es hier. Da ist noch nicht auf, das haben wir schon mal vor kurzem gesehen. Und sage bis morgen zum aktuellen Wetter. Oder wer möchte, dann eben zur Realität. Hasta mañana.